Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom FAU-Vlog. Heute wird's mal wieder kulinarisch. Auch wenn ich gerne von mir behaupten können würde, dass ich so Meal Prepping und sowas total drauf habe und immer, wenn ich unterwegs bin, total vorbereitet bin und meine eigenen Sachen mitnehmen kann, ist das absolut nicht der Fall. Und deswegen zeige ich euch heute ein paar Anlaufstellen in Erlangen, wo ich gerne vorbeischaue, wenn ich unterwegs was zu essen brauche oder mir einfach einen Kaffee holen will. Als erstes gibt es am Altstadtmarkt das Gregory's. Das ist eine Kette, die ursprünglich aus Griechenland kommt. Und dementsprechend gibt es da nicht nur ganz normalen Kaffee und so weiter, sondern auch griechische Spezialitäten, also Getränke und so kleinere Snacks und auch griechischen Kaffee. Außerdem gibt es super viele vegane Optionen, was natürlich auch immer cool ist. Neben den ganzen Snacks, die es da so gibt, gibt es vor allem Eiskaffee, und zwar Freddo Espresso und Freddo Cappuccino, und das ist mitunter der beste Eiskaffee, den ich je hatte. Mittlerweile kann man den sich auch wieder so im Mehrwegbecher mitnehmen, also kann man sich da einfüllen lassen und dann spart man sich den To-Go-Becher, und für einen kleinen Aufpreis gibt es das Ganze auch mit allen möglichen veganen Milchalternativen. Außerdem sind die Bedienungen super nett und die Preise echt erschwinglich. Direkt gegenüber befindet sich die Eisliebe. Da bekommt ihr natürlich Eis, aber auch ganz spezielle Sorten, sowas wie so Basilikum, Zitrone und so weiter. Und die Schlange davor spricht eigentlich für sich. Das Eis da drin ist wirklich gut. Was ihr euch auch für den Herbst und Winter schon mal merken könnt: wenn es zu kalt wird für Eis, wird der Laden in einen Lebkuchenladen umgewandelt. Das heißt, auch da lohnt sich ein Besuch. Wenn ihr nicht so der Eistyp seid, sondern eher auf Frozen Joghurt steht, dann solltet ihr auf jeden Fall mal in der Verbindungsstraße zwischen Hauptbibliothek und Hugenottenplatz vorbeischauen. Dort befindet sich nämlich die Joghurtbar. Dort bekommt ihr Frozen Joghurt mit ganz vielen verschiedenen Toppings, und entgegen meiner Erfahrung sonst ist das Frozen Joghurt da wirklich preiswert. Wenn ich mal mehr Hunger habe und es dann doch was Herzhaftes sein soll, schaue ich mittlerweile gerne beim Vegöner vorbei. Den gibt es schon länger in Nürnberg, und mittlerweile gibt es eben auch so einen kleineren Ableger neben dem E-Werk an der Fuchsenwiese. Dort bekommt ihr nicht nur fleischlosen Döner, sondern auch Burger, Currywurst, kleinere Sachen wie Pommes oder Frühlingsrollen und auch Gulasch und Chili. Und für den kleinen Hunger danach gibt es auch Nachspeisen, meistens sowas wie Nussecken oder Cookies. Alles, was ihr dort bekommt, also von den Snacks über die Hauptspeisen bis auch zu den Nachtischen und den Getränken, ist alles 100% vegan.
freue mich jetzt, wenn ich euch Lust auf was Neues machen konnte, wenn ihr die To-Go-Stellen bisher noch nicht kanntet und euch vielleicht inspiriert habt, jetzt die letzten Sonnenstrahlen im goldenen Oktober mal noch mit einem Eiskaffee oder einem Frozen Joghurt zu verbringen, bis es dann endlich in den Herbst und in den Winter geht. Ich wünsche euch allen einen guten Semesterstart und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!